Ich sehe es immer wieder beim Bushcraften, beim Camping, im Winter, bei kalten Temperaturen, ob jetzt mit oder ohne Schnee, spielt keine Rolle. Da gibt es einen Gegenstand, den ich ganz selten sehe. Immer wieder mal, keine Frage, aber eigentlich selten. Und zwar diesen Gegenstand hier. Wenn du wissen willst, was das ist, bleib dran. Ja, hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich hier aus dem kalten, windigen, aber trotzdem leicht sonnig verschneiten Bushcraft-Areal auf Val de Labadé. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es ist wirklich so, dass dieser Gegenstand, den ich da in der Hand habe, selten dabei ist. Bei den Winter Survival Trainings, die ich mache, momentan sind die ausgesetzt, weil auch da immer wieder Fragen kommen. Wir haben Nachwuchs bekommen, ich habe momentan keine Zeit. Wird aber wieder kommen. Bei den Wintercamping-Urlaubern, die zu uns auf ins Bushcraft-Camp kommen, ich sehe das so selten. Und ich stelle mir die Frage, warum. Es gibt viele Dinge, die du beim Wintercamping draußen brauchst, keine Frage, aber ich stelle mir die Frage, warum sowas nicht mit dabei ist. Wenn du jetzt sagst, okay, verdammt, dafür hast du jetzt ein paar Minuten meiner Zeit verbraucht, dann gib jetzt einen Daumen nach oben oder nach unten. Das wäre ein guter Zeitpunkt. Nein, ernsthaft. Ich habe unterschiedlichste von denen. Und das sind Thermoskannen, eh ganz klar. An der Thermoskanne, das ist eine super Sache jetzt, ernsthaft. Nicht nur so, wenn ich spazieren gehe, klar, wenn man jetzt eine Skitour macht oder und so unterwegs ist draußen, klar, auch wenn ich eine Übernachtung mache, ist das hier genial. Denn mache ich mit meinem Gaskocher, mit meinem Benzinkocher, mit meinem Holzofen am Lagerfeuer oder wo auch immer, heißes Wasser, dann könnte ich doch das Wasser, besonders beim Lagerfeuer, wo ich dementsprechend einmal Energie habe, beim Gaskocher könnte man sagen, mache ich immer nur dann, wenn ich brauche, wobei auch da bin ich anderer Ansicht, aber egal, könnte ich doch in sowas hier einpacken, nämlich ein doppelwandiges, wunderbares Superteil. Das ist wie eine Batterie, nur für mein Warmwasser. Ich habe dann immer heißes Wasser zur Verfügung für Nahrungsaufbereitung oder ähnliches. So, die hier, diese Stanley, ja, habe ich in vielfacher Ausführung. Ich zeige dir dann auch noch alles andere, was ich habe. In vielfacher Ausführung, die ist einfach großartig. Ist recht schwer, macht nur dann Sinn, wenn dementsprechend auch Leute mit dabei sind. Braucht einiges an Volumen, ist auch relativ schwer, aber lohnt sich. Ich habe dann noch eine. Das ist eine Tatonka, die habe ich leider nicht hier, die kann ich leider nicht herzeigen, die habe ich woanders, die habe ich im Büro, nicht hier im Bushcraft-Areal. Und daher kann ich leider nicht herzeigen, gebe da unten trotz alledem den Link, zu allen übrigens, das ist alles billige Eigenwerbung hier, ist ganz klar. Die ist auch super, die ist so ähnlich wie diese Stanley. Dann gibt es das hier, das ist von Thermos, die ist Weithals. Ja, die habe ich schon länger nicht gebraucht, da ist sogar noch der Staub drauf, schau her. Die ist Weithals, das bedeutet, du könntest hier auch Nahrungsmittel mit reinpacken. Ist aber so, dass sie relativ hoch ist, das heißt, man kommt da auch irgendwie blöd dazu, aber vollkommen egal. Auch Tee, ja, sind sogar noch die Tierreste drauf, es tut mir leid, ja. Schwarztierreste. Auch Tee ist alles überhaupt kein Thema, ist eine super Sache, taugt mir irrsinnig, ist kleiner und kompakter und daher ein großer Vorteil. Wir haben auch eine Thermoskanne. Die hat meine Mutter, also die Oma, von Tatonka, die hat 0,25 oder 0,3. Das ist auch super, das heißt, wenn du allein unterwegs bist und sagst, okay, ich werde nicht so viel immer wieder brauchen, will aber kompakter bleiben, dann ist auch das eine gute Sache, beziehungsweise diese Thermos hier. Und etwas, was ich besonders gern habe, das ist dieses von Esbit. Die ist leider, das ist der Nachteil, ich komme mit dem Nachteil, wenn das runterfällt oder im Rucksack ist, das zerkratzt hier alles. Das ist diese Beschichtung hier, aber soll so sein. Aber die ist auch schön Weithals, da kann man dann auch hier noch einmal Druck rauslassen. Die ist prädestiniert für Nahrung mitnehmen. Ne? Das heißt, du kochst ja irgendwas, legst das dann mit rein, zumachen. Da habe ich schon eine versaut, weil ich sie dann vergessen habe im Rucksack und da waren auch Speisereste drin und das hat so geschimmelt. Das war die Hölle, das war wirklich die Hölle. Wow. Also bitte immer wieder reinigen danach. Und hast auch gleich einen Essnapf mit dabei. Finde ich sehr, sehr gut. Auch das ist etwas, was total cool ist. Aber ganz allgemein muss ich eine Frage in den Raum stellen. Hast du dran gedacht? Schreib mal jetzt einen Kommentar, ob du Thermoskannen, also nicht die normalen irgendwas, so auf Bushcraft mit, weiß ich nicht, was es da alles gibt, ja? Fällt mir momentan der Name nicht ein. Also einen ganz normalen, aber eine Thermoskanne. Wer hat sowas mit dabei? Würde mich irrsinnig interessieren. Eine andere Sache, das ist natürlich auch billige Eigenwerbung, die Meat Soup übrigens, ich bin nämlich halber Vegetarier und halber Veganer. Das
Das bedeutet, manchmal mache ich es, manchmal mache ich es nicht. Und heute habe ich irgendwie das Gefühl, ich will es nicht machen. Ja, Fleischsuppe, auch das, all die Sachen kriegst du natürlich bei mir im Shop, das ist eh ganz klar. Dass das billige Eigenwerbung ist, ist klar. Auch hier mache ich es zum Beispiel so, dass ich diese getrocknete Nahrung hier habe, die ich schon einmal vorgestellt habe, oben beim I-Klicken. Ja, habe ich schon vorgestellt. Und dass ich jetzt sage, okay, da gibt es ja Heaterpack von denen und da kann man das tun und da tun und sowieso. Wenn ich eine Militärperson wäre, wahrscheinlich, würde ich das wahrscheinlich genauso machen. Aber ich sag's dir, eine Thermoskanne brauche ich ja sowieso. Und jetzt kann ich hergehen und kann mir, ich habe es in der Stanley jetzt drin, ich mache das nämlich immer anders. Ich habe da keinen heißen Tee drin. Tina, oh, das scheiß mich an. Hast du das gesehen? Oh, der Fuchse. Wow. So ist das auch noch nie rausgefahren. Auf jeden Fall, ich mache mir da nicht einen Schwarztee, sondern ich habe nur heißes Wasser immer. Ja, das ist dann manchmal am Lagerfeuer auch mit, ein bisschen mit Lauge, also mit Asche mit dabei, soll so sein, ist gut. Aber ich mache mir dann den Tee oder den Löskaffee oder was auch immer dann extra. Denn wenn ich heißes Wasser habe, kann ich auch hergehen und jetzt zum Beispiel die Meat Soup herrichten. Super Sache, denn dann bin ich individuell. Ne? Das heißt, jetzt müsste ich schwarzen Tee reinleeren. Oder du musst da ja nicht. Ich meine, schau, diese Teile hier kosten einiges an Geld, das ist mir bewusst. Ja? Ein bisschen herum. Also wird auch schön, gleich schön warm. Oder das kann, da kann man übertreiben. Gell? Wenn deine Finger komplett angefroren sind und du spürst dann sowas und legst das drauf, das kann schnell in die Hosen gehen. Besonders wenn du deine, ja, Schuhe oder Stiefel oder was auch immer du hast, dann zum Lagerfeuer hingibst, das kann relativ rasch recht unangenehm werden. Egal, lassen wir weiterarbeiten. Aber der Punkt ist, da müsste ich dann Schwarztee oder fixfertigen Kaffee reinleeren. Und so mache ich das eben anders, weil ich kann mir ja dann in diesen Becher hier zum Beispiel auch ein bisschen Suppenwürfel reingeben. Ja, oder sonst, was du halt gern hast. Löskaffee, Teesackerl, eben. Nimmst fixfertig sowas hier mit, was relativ teuer ist, aber dafür auch extrem lang hält und noch mehr Kalorien mit hat und wurscht. Aber wenn du nur eine klassische Suppe ein bisschen löffeln willst, nimmst du mit einen Suppenwürfel und ein paar Backerbsen. Oder im Winter, was wir auch gern mit haben, ich weiß nicht, wie man das in Deutschland sagt, aber ich glaube, die Österreicher werden das verstehen, Schweinsgrammeln. Ich weiß nicht, wie Schweinsgrammeln auf Deutsch in Deutschland heißen, aber fett, so wie ich. Fett auslassen, Schmalz und dann bleibt da was übrig, die Schwarte. Und die wird halt dann zu Grammeln verarbeitet, indem sie noch einmal erhitzt wird. Nämlich, indem da wird das Schweinefett im Endeffekt rausgelassen und das, was dann überbleibt, diese Schwarte, die kann man dann auch noch einmal schön aufrösten und Schweinskrammeln. Extrem viel Kalorien. Das heißt, da ist ja mein Ziel, dass ich extrem viele Kalorien zusammengepackt auf kleinen Raum zur Verfügung habe. Das ist so ähnlich wie das Pemmican. Was wir auch herstellen, ist auch Schmalz übrigens mit drin, was wir von den nordamerikanischen Indianern haben. Also das ist ziemlich ähnlich, kompakt, lange haltbar und maximale Kalorien. Und das ist sozusagen eine moderne Version davon, leider extrem gut. Soll so sein. Also Thermoskanne ist etwas, was ich jedem empfehlen kann. Und daher, solltest du ins Buschkraftareal hier mal kommen wollen, bei Winter, auch da haben wir gute Möglichkeiten. Du kannst das Haus haben, einerseits, das wir zur Verfügung haben, alle unsere Häuser, kannst aber dann trotz alledem draußen unterwegs sein, kannst dein Zelt draußen aufschlagen, dein Tarp oder was auch immer. Also du kannst hier Kombination machen, dass das billige Eigenwerbung ist, auch klar. Aber dann sei gescheit und nimm dir eine Thermoskanne mit. Weil ich die so selten sehe, haben wir gedacht, muss ich ein Video dazu machen. Ja, jetzt bist du dran. Wie siehst denn du das? Was sind eigentlich deiner Meinung nach beim Winter Outdoor, ob Bushcraft oder Survival Training, die Ausrüstungsgegenstände, die du eigentlich sagst, die gehören mit dazu? Was ist das? Erzähl einmal. Schreib mal bitte einen Kommentar an. Oh, die ist wirklich gut. Und natürlich auch, was sind die Nahrungsmittel, die du draußen mit dabei hast? Was ist da deiner Meinung nach eine gute Möglichkeit? Schreib mir da gerne einen Kommentar, weil ist nämlich so, dann eine Art kleine Wissenssammlung für uns alle und das wäre schön. Daumen nach oben oder nach unten. Billigste Eigenwerbung. Die Thermoskannen, Tactical Foodpack, Waldurlaub, all das gebe ich dir hier natürlich unten. Du musst verstehen, dass ich ein bisschen Eigenwerbung mache. Abo dalassen, da geht es zu mir in den Shop, ein paar andere Videos. Dein René Rossmann und ciao, ciao. Und natürlich einmal noch.